Roulette System TS et Tod Garcia, senken Sie seltsamken Sie. Das System des Millionengewinners Thomas Garcia. Garcia gewann mit seinem gefürchteten Maximumspiel nach dem Spielprinzip ein Drittel und der Rest bzw. TS et Tod viele Millionen an dem Roulette und Trend et Quarantischen in Bad Homburg und Monte Carlo und er schaffte es, beide Casinos in große finanzielle Schwierigkeiten zu bringen. Die Grafik zeigt die Spielatmosphäre der 60er Jahre im 19. Jahrhundert im Spielcasino Bad Homburg. Garcia spielte dort zu der Zeit und nahm dem Casino fast den gesamten Jahresüberschuss innerhalb von nur 10 Spieltagen ab. Thomas Garcia gewann Millionenbeträge beim Roulette. Damals ging es um Franken und Goldfranken. 150 Jahre später wären es umgerechnet mehrere Millionen Euro. Im Spielcasino in Bad Homburg gewann er nach 10 Spieltagen insgesamt 773.000 Franken. Es gab 2 Verlusttage, mit insgesamt minus 786.000 Franken und 8 Gewinntage mit insgesamt plus 1.559.000 Franken. Diese Beträge wurden vom Spielcasino selbst dokumentiert und sind in stadtgeschichtlichen Archiven recherchierbar. Zitat aus der vom Verlag Senckenzie herausgegebenen Casino-Zeitung Roulette Gambling, durch seine gewaltigen Erfolge sank die Dividendenauszahlung an die Aktionäre im zweiten Halbjahr 1860 auf einen Gulden 52 Kreuzer und Louis Blanc, der damalige Pächter der Spielbank von Hamburg, stellte melancholisch fest, dass Garcia die Gewinne seines Unternehmens davongetragen habe. Bekanntlich hatte Blanc, als sich die ersten Gewitterwolken über den deutschen Spielbanken zusammenzogen, das Casino von Monte Carlo übernommen, das sich unter seiner Leitung zu einem Unternehmen von Weltruf entwickelte. Da erschien Garcia eines Tages auf der Bildfläche. Während einer einzigen Wintersaison entriss er Blanc die gewaltige Summe von 7 Millionen Goldfranken. Wieder eilten die märchenhaften Gewinne dieses kaltblütigen Spielers wie ein Lauffeuer durch die gesamte Weltpresse und brachte dem Casino einen ungeahnten Zuströmen der Reichen aus aller Welt, die es dem erfolgreichen Spieler gleichtun wollten. Der berühmte Roulette-Forscher und Fachbuchautor Seltsamkenzie würdigte die ungewöhnliche Spielerlaufbahn von Garcia auf 46 Seiten in seinem Buch Roulette Gambling nach Primzahlen. Er relativierte dessen Erfolge beim Glücksspiel jedoch insofern, dass durch die hohen Einsätze mit Maximum und doppeltem Maximum effektiv eigentlich nur wenige Stücke gewonnen wurden, was rein zufällig immer mal möglich wäre. Man kann sich vorstellen, dass Thomas Garcia bei einer passenden Permanenz, die man bei dieser Spielweise allerdings Glückssträhne nennen muss, durchaus hohe Summen aus der Bank forttragen konnte. Bei 60.000 Franken waren es nun 5 Stücke, deren Gewinn durchaus kein Problem zu sein braucht. Der höchste Tagesgewinn Garcias lag bei 374.000, sein höchster Verlust an einem Tage war 457.000, beides in Bad Homburg. Dies waren besonders für damalige Zeiten unvorstellbare Summen, wenn man bedenkt, dass dies der Gewinn eines halben Jahres und in schlechteren Zeiten eines ganzen Jahres für die Spielbank war. Satzweise des Garcia-Roulette-Systems. Thomas Garcia spielte auf den ständigen Chancenwechsel, Intermittenz, der einfachen Chancen beim Roulette, Schwarz-Rot, Passe-Manque, Bert-Impar, oder Schwarz-Rot beim Trente et Quarante. Das Kartenspiel Trente et Quarante war bezüglich der 1-1-Chance vergleichbar mit Roulette, hatte aber einen geringeren prozentualen Bankvorteil wie das Roulette mit der 7 bzw. damals sogar Doppelzero. Die Einzelerscheinung von Schwarz oder Rot, bzw. jeder beliebigen anderen etwa 1-1-Chance, ist häufiger anzutreffen, als jede unterschiedliche Serienerscheinung, so dass der Satzaufwechsel der zuletzt erschienenen Chance nachvollziehbar erscheint. Im Verlustfall riskierte Garcia den doppelten Einsatz beim Spiel auf Abbruch der Zweierserie. Intermittenzgroups und Zweierserien sind die häufigsten Erscheinungen in der Serienverteilung. Kombinationen aus Einern und Zweiern treten dementsprechend auch in der größten Anhäufung innerhalb von längeren Permanenzstrecken auf. Es ist logisch nachvollziehbar,
dass Thomas Garcia seine Tierset-Tod Kapitalisierung innerhalb dieser Figurenbilder versuchte, statt es mit selteneren und viel komplizierteren Permanenzfiguren, nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeitsmathematik, zu probieren. Tierset-Tod-Progression, ein Drittel und der Rest. Die Progression macht ebenfalls einen sehr schlichten Eindruck und wird deshalb im Gegensatz zu komplizierteren Abstrichprogressionen oder zur Fibonacci-Progression für wenig erfolgversprechend gehalten. Die Kritiker vergessen dabei, dass die Tierset-Tod-Kapitalisierung in der Praxis bereits ihre Daseinsberechtigung nachgewiesen hat. Garcia war später zwar verarmt, aber er brachte zwei Spielcasinos in Bedrängnis. Ähnliches ist von anderen Roulette-Spielern mit Abstrichprogressionen nicht überliefert. Garcia teilte sein Kapital in mehrere kleinere Teile ein, so dass er jeweils mit einem Drittel und einem Zweidrittel-Nachsatz neu beginnen konnte. Beispiel: 90 Stücke, in beliebiger Höhe einer Währung vorhanden. Dieses Gesamtkapital wird in 10 verschiedene Teile zu je 3 und 6 Stücken aufgeteilt. Gewinnt der erste Einsatz 3 Stücke, oder zumindest der zweite Einsatz 6 Stücke, erhöht sich der Kapitalanteil von 9 auf 12. Nachfolgend kann der Spieler deshalb mehr riskieren, erster Einsatz 4 Stücke und beim eventuellen Nachsatz nach einem minus 8 Stücke. Gewinnt wieder einer der beiden Sätze, erhöht sich das Teilkapital von 12 auf 16. Nachfolgend kann der Grundansatz auf 5 Stücke erhöht werden und der eventuell fällige zweite Einsatz nach Verlust auf 10 Stücke. Selbst nach 2 Verlusten in Folge würde bereits ein Stück übrig bleiben, so dass effektiv nur 8 von 9 Stücken des Teilkapitals verloren wären. Je höher die Kapitalisierung nach oben wäre, ohne 2 Verlust in Folge, desto mehr Stücke könnten nebenbei aus dem Spiel genommen werden. Ab einer bestimmten Erhöhungsstufe sind die abgeschöpften Stücke in der Summe höher als der Minusbetrag nach 2 Minusergebnissen in Folge. Man kapitalisiert sich dann sozusagen im bereits profitablen Bereich weiter ins Plus. Erwischt man eine sehr lang anhaltenden Intermittenz-Zweier-Serienphase, wird man mit der Garcia-Progression bis ans Maximum stoßen und sehr hohe Gewinne einfahren. Die Progression bietet sehr viele Möglichkeiten zur Optimierung. Die Abschöpfung der Stücke kann unterschiedlich gewichtet werden, zum Beispiel anfangs möglichst gering, um besonders schnell die höheren Einsatzstufen zu erreichen, oder umgekehrt möglichst großzügig, um das Reservekapital zu schonen. Ein weiterer Optimierungsansatz ist die Streckung der Minusprogression von 1/3-2/2 auf zum Beispiel 1/7-2/7-4/7 und immer weiter ausgedehnte Stufen, so dass sich im späteren Spielverlauf auch 3er-und-4er-Minusserien überbrücken lassen. Kombiniert mit möglichst ausgeklügelten Abschöpfungsstrategien zum Aufbau von Reservekapital lässt sich aus der Garcia-Strategie mehr herausholen als aus fast allen anderen Roulette-Strategien. Roulette-Systeme. Sind dauerhafte Gewinne durch Systemspiel möglich? Roulette-Systeme gibt es wohl schon so lange wie das Roulette als Glücksspiel, also seit hunderten Jahren. Wäre es einem Spieler gelungen, ein unverlierbares Gewinnsystem zu finden, hätte dieser die Spielbank ruinieren und selbst als neuer Besitzer übernehmen können. Davon ist nichts bekannt. Es gab einige Maximumspieler, denen es mit tollkühnem Spiel und extrem viel Glück gelang, Spielbanken bedrohlich an den Rand der Zahlungsunfähigkeit zu bringen. Auch deren Roulette-Systeme funktionierten aber nicht auf Dauer, so dass ganz am Ende doch immer die Bank gewann. Rein mathematisches Systemspiel kann auf Dauer nicht funktionieren, weil extreme Abweichungen von der durchschnittlichen Normalverteilung der Zahlen oder anderen Roulette-Chancen nicht mit Gewinn zu überbrücken sind. Der Spieler kann aber sehr lange Glück haben, wenn es das Schicksal besonders gut mit ihm meint. In der Zeit kann systematisches Spiel durchaus Sinn machen, um besser abzuschneiden als mit ziellosem Gezocke. Tricksen nach mathematischer Strategie ist beim Roulette nicht möglich. Es gibt keinen Roulette-Systemtrick, der zum Dauergewinn führt. Es kursieren gegenteilige Behauptungen im Internet. Wenn man sich das näher anschaut, handelt es sich fast immer um primitivste Verdoppelungsstrategien, die jeder Roulette ein
Anleger sowieso schon immer wieder neu erfindet. Durch das Verdoppeln des Einsatzes nach Verlust, und immer weiter Verdoppeln nach weiteren Verlusten, kann man zunächst lange im Spiel bleiben und Spielgewinne anhäufen. Der große Rückschlag kommt später und er treibt die Gesamtbilanz fast immer viel weiter ins Minus, als man umgekehrt jemals an Gewinnen zusammengespielt hat. Einige Spielstrategien sind trotzdem brauchbar, um zum Beispiel beim Online-Roulette zielorientierter und disziplinierter zu spielen. Man kann so lange Zeit im Plus bleiben, wenn man sich mit kleineren Gewinnzielen zufrieden gibt und wenn im günstigsten Fall weitere Vorteile des Online-Spiels genutzt werden, um den mathematischen Nachteil des Spielers zu verringern, zum Beispiel durch Inanspruchnahme von Bonusaktionen, Comp-Points-Rückerstattungen, Cashback-Aktionen und so weiter. Besonders interessante Themen sind Roulette-Trend, Garcia-Roulette-System, Variables Paroli, Fibonacci-Progression, Serienverteilung von Dreier-Serien, Martingale-Verdoppelungsprogression, Paroli-Spiel, Garcia-System, Anfängersystem. Wer selbst viel mit Strategien herumknobelt, sollte seine Ideen möglichst immer zuerst an sogenannten authentischen Permanenzen durchsimulieren. Das ist sozusagen der Rennsimulator, an dem beim Unfall, zum Beispiel wegen Denk- oder Rechenfehler beim Spielkonzept, noch kein echter Schaden eintritt. Permanenzen sind deshalb hilfreich, weil es sich um Zahlenverläufe handelt, die tatsächlich so einem Casino ausgespielt wurden. Funktioniert die eigene Strategie beim Testspiel mit der Permanenz, kann man es auf weiteren Teststrecken, Permanenzen, ausprobieren und erst dann sollte man echtes Geld am Roulette-Tisch riskieren. Roulette-System senkrechter Strich die 10 besten Roulette-Systeme. Strategien für bessere Ergebnisse am Spieltisch. Das beste Roulette-System. Das beste Gewinnkonzept ist kein System im wörtlichen Sinne, aber es gehört mit in diese Auflistung der 10 besten Roulette-System-Lösungsansätze. Es handelt sich um physikalisch orientiertes Roulette-Spiel, das die Unterbereiche Kesselgucken, Kugelwurfweitenanalyse, Auswertung der Wurfhand des Croupiers und Bespielung von fehlerhaften oder manipulierten Roulette-Kesseln mit beinhaltet. Einige der besten Kesselgucke- und Kesselfehlerspieler gewannen Millionen an den Spieltischen, wie zum Beispiel Seltsam Genzi, Laurangis Kurt oder Thomas Westerburg. Punktsiege gewannen insgesamt mehrere Millionen bei ihren vielen Casino-Besuchen weltweit, mussten sich aber inzwischen wegen der neuen Roulette-Kessel und geänderten Regeln mit Gewinnbeträgen im vierstelligen Bereich zufrieden geben. Seltsam Genzi hat einige Bücher über ballistische Messungen und Wurfweitenberechnungen veröffentlicht, die in Buchhandlungen gekauft werden können. Das zweitbeste Roulette-System, persönliche Permanenz. Die sogenannte persönliche Permanenz, PP, selbst ist kein System, sondern die eigene Schicksalskurve des Spielers, die sich aus der Abfolge von Glück- und Pecherlebnissen ergibt. Zur Vereinfachung bezieht sich diese individuelle Permanenz nur auf etwa gleich wahrscheinliche Ereignisse, um das Glücksspiel mit 1-1 Chancen mit in den Verlauf einbeziehen zu können. Beim PP-Verlauf zählen nur reales Glück und reales Pech, also tatsächliche Gewinnergebnisse und richtig verlorenes Geld im Pechfall. Es gibt Theorien, dass auch fiktives Spiel ohne Verlustrisiko die PP beeinflusst. Man spielt einfach so lange in dem Modus bzw. von Modus, bis man einen extremen Minusstand erreicht hat und löst diese Spannung dann mit echten Spieleinsätzen auf, wenn sich die Minusabweichung wenigstens teilweise ausgleichen muss. Ähnlich soll es auch funktionieren, wenn man die permanent bereits gefallene Zahlen aus Casinos am Schreibtisch nachbucht und erst dann mit dem Spiel im realen Modus beginnt, wenn man beim Trainingsspiel ohne Risiko einen sehr großen fiktiven Minusstand erreicht hat. Beides hat meiner Meinung nach nichts mit der persönlichen Permanenz, im Sinne von eigenem Schicksal, zu tun. Wie soll ein positiver Ausgleich von Schicksalsschlägen, Pecherlebnisse, rein logisch funktionieren, wenn noch kein reales Pech auf dem eigenen Minuskonto angesammelt wurde? Kleine Einsätze im realen Modus zählen in diesem Sinne, da selbst das Ergebnis minus 1 Cent oder minus 10 Cent als Pech einzustufen sind.